Starten wir das Handballjahr 2015 mit 6 unfassbaren Treffern aus dem Dezember des Vorjahres. 6 Tore, die direkt ins Handballherz gehen. Nur welches wird das DKB-Tor des Monats Dezember? Die Jungs vom Preetzer TV haben keine Nerven. Zeitspiel angezeigt, da fliegt Ingo Schmalz auf Linksaußen zum Camper ein und wird per No-Look-Pass bedient. Abgeschlossen wird dann natürlich mit einem gefühlvollen Leger. Sowas von cool. Beim Stand von 25:15 kann man auch mal zaubern. Matthias Vogt greift sich den Gegenstoßpass seines Torwarts elegant mit einer Hand und befördert den Ball dann hinter dem Rücken am Keeper vorbei ins Tor. Trickshot-Alarm! Warum die große Show? Wenn's auch so geht, denkt sich Stefan Sigurmansson und knallt Veszprems Torhüter ansatzlos dieses Ding unter die Latte. Auf diese verrückte Idee kam noch keiner. Kenter Mahé mischt Handball und Ballett, täuscht nach dem Freiwurf eine Kreuzung an, dreht dann aber selbst eine Pirouette und zieht den Ball an der völlig verdutzten Flensburger Abwehr vorbei. Ein Tor für die Geschichtsbücher. Welchen Winkel braucht ein Linksaußen, um erfolgreich zu sein? Torben Bure von Eintracht Baunatal gibt ein für alle Mal die Antwort: keinen. Von der Auslinie nimmt er sich einen Wurf, den nicht viele nehmen, und zieht ihn gekonnt am Torwart vorbei. Tor 5. Draufknallen, das kann jeder. Patrick Grötzky macht's lieber mit Gefühl. Den Gegenstoß aufgenommen, macht sich der Rhein-Neckar-Löwe auf den Weg Richtung Tor und dreht den Ball lässig in den Kasten.